Die Antibiotika sind eine Überlebensstrategie. Neben Pilzen produzieren auch einige Bakterien Antibiotika und können sich damit gegen andere Bakterien durchsetzen. Diesen Zusammenhang haben mehrere Forscher erkannt und sich zunutze gemacht. Wie der Italiener Bartolomeo Gosio im Jahr 1893, der Franzose Ernest Duchenne im Jahr 1897 und der Schotte Alexander Fleming im Jahr 1928. Sie haben aus diesen Abwehrstoffen Medikamente gegen bakterielle Infektionen entwickelt, zum Beispiel gegen Harnwegsinfekte, Durchfallerkrankungen oder Lungenentzündungen. Zur Wirksamkeit von Antibiotika sagt ein Arzt in einer Dokumentation aus den 1950er Jahren: Penicillin hat die Sterberate bei Lungenentzündungen von 85 auf 10% gesenkt. In dieser Zeit wurden verschiedene Antibiotika entdeckt. Bakterielle Infektionen schienen für immer besiegt.